Es ist kalt, feucht. Ja, nicht sehr angenehm da drin. Und es hat schon etwas Gruseliges, aber auch etwas Faszinierendes, wenn man da drin ist. Es ist ganz ruhig. Aber es hallt. Es hat da so einen kleinen See. Und irgendwie kann man da, man sieht, man könnte noch weiter, aber man muss dann da durch den See durch. Ich bin in einer Höhle zu Baumen im Zürcher Oberland. Man sagt dieser Höhle auch das Hagheerenloch. Ein Drache hat es da hinter einer geheimen Tür und einen unglaublichen Schatz. Aber eins nach dem anderen. Es ist ein grusiger Herbsttag, kalt ist es regnet ein bisschen und wir sind mit den guten Wanderschuhen den Wald hochgelaufen, bis wir zu dieser Höhle gekommen sind. Mit dabei ist wie immer der Simon Bergins. Begleitet werden wir das mal von Walter Ledermann. Er ist der Präsident vom Chronikarchiv zu Baumen und kennt das Gebiet wie seine eigene Hosentasche. Und ganz ehrlich, ohne ihn hätten wir das Hagheerenloch gar nie gefunden. Wir hätten es sogar verwechselt. Bevor wir uns die Sage anhören, müssen wir noch einen Begriff klären, der in der Sage vorkommt. Es werden nämlich sogenannte fahrende Schüler erwähnt. Einfach gesagt sind das Studenten, die von Ort zu Ort fahren. Weil die so viel wissen und meistens auch eine andere Sprache reden, vor allem Latinisch, hat man ihnen früher gesagt, dass sie magische Kräfte haben oder zumindest wissen, wie man zaubern kann. So, mal einfach erklärt. Und die fahrenden Schüler, die wissen jetzt eben, wo sich der grosse Schatz im Hagheerenloch versteckt. Aber zu viel wird jetzt gar nicht verraten. Die Sage vom Hagheerenloch erzählt uns der Martin Diener. Er ist selber von Baumen. Am Tiefenbach, oberhalb von Baumen, liegt ganz in der Nähe vom Höchstock eine Höhle. Dieser Höhle sagt man Hagheerenloch. Früher hat man sich erzählt, dass es in dieser Höhle unterirdische Gänge hat, die zu der Burg im Sternenberg und zu der Burg Wertig gehen. Der hintere Teil der Höhle ist zusammengekracht. Aber genau dort sind vor langer Zeit die unterirdischen Gänge durch und die Höhle ist in dem Teil, wo zugeschüttet ist, auch sehr gross gewesen. Man hat aber nicht einfach so dort hin, sondern der Eingang zu diesen Gängen war von einer Tür aus Eisen verschlossen gewesen. Fahrende Schüler haben mal erzählt, dass hinter dieser Tür ein grosser Schatz liege. Nur könne kein sterblicher Mensch je zu diesem Schatz kommen. Weil erstens hätte sich eine schwarze Schlange um 3 schwere Riegel an der Tür geschlängelt und zweitens liege hinter dieser Tür ein grausamer Drache. Nur wer sich mit dem Teufel zusammentückt, könne den Schatz holen. Jetzt hat einmal vor langer Zeit ein armes Mädchen in dieser Gegend gelebt. Das Mädchen war in einen reichen Bursch verliebt und die zwei haben sich heimlich geschworen, einander mal zu heiraten. Aber der Vater von dem Bursch hat nichts von dem wissen, weil er das arme Mädchen verachtet hat. In seiner Not ist das Mädchen darum zum Hagheerenloch gekommen, ohne jemandem etwas zu sagen. Sie hat dort einen Teil vom Schatz holen, zum auch reich sein und dass der künftige Schwiegervater sie doch noch ein bisschen schätzt. Vor der Tür aus Eisen hat sie angefangen zu beten und die Schlange und der Drache haben sich zurückgezogen. Sie ist zum Schatz und hat ihre Taschen gefüllt mit dem kostbaren Schatz. Jetzt hat sie aber vor lauter Schatz einen kurzen Moment vergessen zu beten. Und schon hat der Drache das Maul aufgemacht, sie geschnappt und das Mädchen verschluckt. Ihrer Seele hat der Drache aber nichts machen. Als weisse Tauben ist sie zu der Höhle raus, 3-mal ums Haus von ihrem Geliebten geflogen und ist dann in den Himmel rauf. Geheimnisvolle, unterirdische Gänge, ein grosser Schatz, den niemand erreichen kann, außer natürlich die Hauptperson dieser Sage, und eine Liebesgeschichte, die tragisch endet. Die Sage vom Hagheerenloch ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern sie ist auch voll mit Symbolen, die der Sage noch mehr Tiefe geben. Über diese Symbole, über die redet man gerade noch und befragt dazu einen Erzählforscher. Zuerst geht es aber zurück in den Wald, wo Simon und ich unterwegs sind.
Ja, eben. Ja, wie es halt dann treulich Nach einem Zeitchen Laufen kommen wir zu einem Ort, wo Simon und ich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Oh, das ist ein riesiger Felsvorsprung, der so unten reingeht. Dann habe ich wie so eine ganz langgezogene Höhle. Links und rechts hat es einen Wasserfall. Vor allem Simon ist ganz aus dem Häuschen. Wunderschön. Ich war noch nie da. Ah ja? Oh. Nein, noch nie. Ja, das ist mega schön. Es ist wunderschön. Es ist, ja. Vor allem, es ist kein Foto, ich kann dir beschreiben, wie das aussieht. Ja. Wenn du Fotos siehst, du siehst so einzelne Höhlenabschnitte, ja. Oder? Ja. Auch über Google kannst du das ersuchen. Aber wenn du mal da bist, also einfach rundherum, es macht ist ein halber Kreis, ja, schon ja. Fast. Ja. Übrigens, wenn dir unsere super schöne, genaue Beschreibung von dem Ort nicht langt, dann findest du auf sagejäger.ch Fotos davon. Wir waren so eingenommen von dem Ort, dass wir nicht gecheckt haben, dass wir gar nicht beim Hagerer Loch sind. Ja, ich bin überwältigt, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen. Aber es ist auch gerade ein relativ trüben, aber ein schöner Herbsttag, muss man alles in allem sagen, weil der Wald ist noch so schön. Und da eingebettet das Hagerer Loch, das ist also das Highlight. Und nicht jedes Dorf hat, würde ich mal sagen, ja. Oder? Also hast du noch nichts Hagerer Loch? Wir sind gar noch nicht da. Nein, wir sind noch nicht im Hagerer Loch. Wir sind noch nicht im Hagerer Loch. Ah, jetzt habe ich auch gemeint, das sehe ich jetzt schon. Nein, Entschuldigung, nein, das ist eben noch weiter rum. Nein, okay. Dann ist ja das nur mal der Vorspann gewesen. Ja. Also, aber dort hat es kein Wasser und darum wollte ich euch das noch zeigen. Ah. Dort hat es kein Wasser. Nein, das ist aber schön. Ja. Aber wie sagt man denn dem das? Hat der Giesser einen Namen? Nein. Aber es ist gut, wenn wir schon völlig aus der Fassung sind von dem, wo es gar noch nicht eigentlich das richtige Loch ist. Das ist gut. Ja, da können wir dann eben nie gehen. Das ist der Unterschied. Ja, und am Drachen wäre es ja wahrscheinlich da, wo es viel Wasser hat, auch nicht so wohl. Ja, das macht dann wahrscheinlich nicht viel aus, aber er kann sich nicht zurückziehen. Da hinten hat es immer Steine und Felsen. Ja, das stimmt, ja. Der Walter Ledemann nimmt uns mit zum richtigen Hagerer Loch, wo etwa 5 Minuten von dem schönen Ort entfernt ist. Jetzt gehen wir zum Hagerer. Sind wir da auf einem schmalen Weg. Den Bach hört man schon nicht mehr. Laufen da durch. Sozusagen, jetzt mit durch den Wald. Rechts von uns geht das Loch durch ab. Sehr steil. Die Geografie hier ist wirklich ganz speziell. Immer wieder sehen wir Erdrutsche, die es hier etwa geben soll, weil die vielen Bäche und Flüsse den Boden immer wieder unterspülen und die Hänge dann nachrutschen. So sei auch der erste Ort entstanden, den wir mit dem Hagerer Loch verwechselt haben. Und das Hagerer Loch selber auch. Ganz einfach erklärt, unten am Felsen hat es eine Steinschicht, die weniger robust ist und diese Schicht ist vom Wasser ausgehöhlt worden. Übrig bleibt der starke Felsen oben dran und unten dran eine Höhle. Und in diese Höhle, in die gehen wir jetzt. Jetzt sehe ich noch mal eine Höhle. Das ist jetzt. Ha. Gut, jetzt ist es auch angeschrieben. Jetzt hat die Tafel das Hagerer Loch. Lassen wir drauf, das ist gerade da. Ja, es wäre höchstens dreckig. Dann gehen wir mal da rein. Ja, da wird es schnell dunkel. Ja. Oh wow, das ist ja mega gross. Ja, die ist gross. Oh, und schliffrig ist es auch. Ja, sie ist sehr, sehr schliffrig, ja. Seht ihr etwas? Ja, danke, es geht gut. Wow, das ist so eine Art... Ja, sehr lehmig, ja. Sehr lehmig, sehr schlieferig. Ein kleiner Teich da rein. Es ist lustig mit dem Lehm unter den Schuhen. Ja, es gibt furchtbar dreckige Schuhe. Also da sieht man ein paar Fußabdrücke da im Lehm. Wenn ich mit den Schülern dahinter gegangen bin, dann sind sie nachher gemauert. Ja. Und sie hat natürlich den Plausch, so barfuß dann da in dem Lehm rumsteigern. Wenn sie so zwischen den Zehen raufgekommen ist, dann haben sie die einen immer Freude, die anderen haben sie immer gegrüßt. Guck
geht es dort dann noch weiter, also da rechts über. Da geht es theoretisch noch weiter hinter. Da kommst du einfach nicht, kommen wir nicht dazu, ja. Oder? Aber es geht schon. Aber schau, dort hat jemand so eine Art Brückboot mit ein paar... Eine Brücke, ja. Eine Bretterbrücke. Ja, mit Brettern über den... Du kannst jetzt aber kräuchen dort drüber. Ja, ja. Ah gut, aber da hört es nachher auf, da hinten. Ja, ich weiss es nicht. Irgendwie im Dreck hinein geht es vermutlich dann schon noch irgendwo weiter. Wir sind, so gut es geht, bis an den hintersten Zipfel der Höhle gewatschelt. Aber eine geheimnisvolle Türe haben wir nicht entdeckt. Der Simon und Walter Ledermann sind dann nach einem Zeitchen wieder raus und ich bin noch alleine drinnen geblieben. So allein in dieser Höhle, ohne Licht, wirkt der Ort schon ein bisschen verzaubert auf einem. Mit einem Seele, wo sich der Ausgang drin spiegelt und mit einem Platschen von den Tropfen, die von der Decke in das Seele hineinfallen. Das hat schon etwas Gruseliges, aber auch etwas Faszinierendes, wenn man da rein ist. Es ist ganz ruhig, über das Hallen. Es hat da so einen kleinen See und irgendwie kann man da, man sieht, man könnte noch weiter, aber man muss dann da durch den See durch. Und da hinten könnte es noch weitergehen. Erstaunlicherweise, wenn man eine Taschenlampe dabei hat, dann sieht man natürlich gut, aber auch wenn man keine dabei hat und ein bisschen wartet, bis die Augen sich da gewöhnt haben an die Dunkelheit, dann sieht man recht weit hinter, man kann recht weit hinter laufen. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn jetzt jemand keine so eine Taschenlampe dabei hat, sondern vielleicht nur ein Kerzchen oder gar kein Licht, sieht man, dort hinten geht es noch weiter. Was ist eigentlich dort? Ah, ich komme nicht an, weil es hat einen See, also Wasser dazwischen. Kann man sich das schon vorstellen, dass da hinten noch mal Geheimgänge sind und irgendwo ist dann die Tür, die jetzt zwar zugeschüttet ist, aber das muss da hinten irgendwo sein. Währenddem ich so allein in der Höhle bin, komme ich ins Nachdenken. Die Sage über das Hagehere-Loch ist schon sehr speziell und wir haben es am Anfang ja über die fahrenden Schüler gehabt. Der Sebastian Dümmling, das ist ein Erzählforscher von der Universität Basel und Würzburg und er erklärt uns, was es mit dieser Figur vom fahrenden Schüler auf sich hat. Die fahrenden Schüler sind Figuren des Außens, also die kommen von außen und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Warum wissen die, wo der Schatz in diesem Ort ist, an diesem wahrscheinlich auch sehr abgeschnittenen Ort, woher wissen die das? Und das zeigt schon an, dass dieser Schatz... Dass das nicht ganz koscher ist mit diesem Schatz. Also dass es eben nicht eine lokale Autorität und Ehrfigur ist, die das sagt. Also nicht der Dorffahrer oder der Amtmann oder eine andere Figur, der man vertraut, sondern es sind diese Skularen, die sind nicht ganz geheuer. Dass die das anzeigen, diesen Schatz, und auch das Wissen, was sie natürlich haben, ist ja völlig widersprüchlich. Warum sollen die das wissen? Das zeigt an, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist mit diesem Schatz. In der Sage kommt das Mädchen ja zum Hagehere-Loch und findet die Türe aus Eisen. Bewacht wird die Türe zuerst von einer Schlange und hinter der Türe ist ja noch ein gefürchiger Drache. Das sei kein Zufall, dass genau die zwei Tiere vorkommen, sagt Sebastian Dümmling. Der Grund, warum die Schlange in den monotheistischen Religionen das Böse schlechthin ist, oder das ist, weil die Schlange kriecht und sie ist am weitesten entfernt vom Himmel. Und es gibt kein Wesen, das so weit entfernt ist vom Himmel wie die Schlange. Und die Schlange ist ja nicht zuzuordnen. Die Schlange hat keine feste Form. Man weiß gar nicht, also ist die Schlange eine weibliche Figur, ist es eine männliche Figur, Später wird es dann als Frauenfigur gelesen, aber das weiß man gar nicht. Sie hat kein Fell, sie hat keine Beine, sie bewegt sich. Also sie ist eine ganz hybride Figur, eine uneindeutige Figur, die ganz weit entfernt ist vom Himmel. Und der Drache sieht auch ein bisschen aus wie eine Schlange, hat so die gleichen Charakterzüge. Er ist einfach noch eins gefürchiger. Der Drache ist eigentlich eine Art Superschlange, weil der Drache alles Uneindeutige der Schlange nochmal potenziert. Das ist der Zusammenhang und es bildet dann in dieser Sage ganz schön eigentlich so einen kleinen Kosmos des Bösen. Also unten ist die Schlange, die ist böse, oben ist der Drache, das ist böse. Also es ist eine Einebnung durch das Böse und durch das eben durch und durch von Gott Abgewendete. Und das Gegenteil vom Drachen oder der Schlange ist in der Erzählforschung Dube. Und die kommt ja auch in der Sage vor, nämlich ganz am Schluss, wo es heisst: Ihrer Seele hat der Drachen aber nichts machen können. Als weisse Tauben ist sie zu der Höhle raus,
dreimal ums Haus von ihrem Geliebten geflogen und ist dann in den Himmel hoch. Es ist also kein Zufall, dass am Schluss noch eine Taube in den Sarg vorkommt. Sie ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, sie ist ein Zeichen für, auch für die Treue, für die Liebe, wegen des Gurren, des schönen Lorenz. Aber sie ist vor allem ein Wesen, das uns verbindet mit dem Himmelsreich, mit dem Himmelreich, die Taube, weil sie eben nach oben fliegt. Und man muss darauf mal schauen, in so einer mittelalterlichen Ikonografie auf Bildern sieht man ganz häufig die Taube senkrecht in der Luft. Das heißt, die geht ganz steil nach oben. Spannend ist auch die Zahl 3, die mehrmals in der Sarg vorkommt. Die Türe aus Eisen ist ja mit 3 Schloss gesichert und am Schluss fliegt die Seele vom Mädchen 3-mal ums Haus von ihrem Geliebten. Und allgemein findet man die Zahl 3 häufig in Sagen und Märchen. Die Zahl 3 ist auch da nicht zufällig gewählt, sagt der Erzählforscher weiter. Die 3 ist die größte Zahl. Also man denkt ja erstmal, wenn man so ein guter Protestant ist, denkt man an die Dreifaltigkeit, aber wo kommt das her? Das gibt es überall. In der ganzen Welt gibt es diese 3, weil eigentlich unser Leben ist die 3. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Das ist also, unser Leben ist in einer Dreiheit gebaut. Bei Aristoteles ist die 3 die Zahl der Ganzheit und das meint ja genau das. Geboren werden, leben, sterben. Das ist ein Zeichen für uns. Hier geht es um was. Hier geht es ums große Ganze, obwohl es irgendwie nur eine kleine Geschichte ist. Und trotzdem, die kleine Geschichte, die beinhaltet so viel Symbol, dass ich immer noch fasziniert bin davon. Ich meine, man redet da von einer relativ unbekannten Geschichte irgendwo im Zürcher Oberland. Übrigens, wie alt die Sage ums Hagherer Loch ist, das wissen wir nicht genau. Der Erzählforscher Sebastian Dümmling vermutet aber, dass sie schon sehr alt ist. Ich glaube, wenn man dem nachgehen würde, würde man sehen, dass das eine ganz alte, schon fast schon vorchristliche Tradition hat, die aber dann durch und durch christlich aufgeladen wurde. Weil es gibt ja auch Widersprüche darin in der Geschichte. Es heißt, naja, nur wer sich dem Teufel verschreiben will, kann den Schatz heben. Das ist ja das ist ein altes Motiv, das kennen wir ja noch im Herr der Ringe. Oder auch bei Wagner ist das natürlich da. Und das arme Mädchen kann den Schatz dann bergen durch Beten. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Zurück im Wald bei Baumen. Der Simon und ich stehen mit dem Walter Ledemann wieder draußen vor der Höhle. Die geheimnisvolle Türe mit den 3 Schlössern, die haben wir nicht gefunden, aber einen wunderschönen, mystischen Ort namens Hagherenloch. Wo der Simon und ich nochmal den Ort auf uns wirken lassen, erzählt uns der Walter Ledemann noch eine Geschichte, die für einen gruseligen Abschluss gesorgt hat. Dann ist eine Frau da am Tiefenbach, die haben da ganz in der Nähe haben die da gewohnt. Und dann nachher ist irgendwie die Großmutter ist gestorben und die hat das Gebiss gehabt. Und dann nachher, was machen wir mit dem Gebiss und so? Und dann nachher haben sie gesagt, ja, wir tun sie das Hagherer Loch hindern. Und so haben sie das Gebiss irgendwie da im Hagherer Loch hinein einfach versenkt und vergraben. Ich weiß es auch nicht genau. Und dann nach Knochen von irgendwelchen Tieren, was vielleicht Küngel vielleicht haben sie Küngel geschlachtet oder weiß es auch nicht was. Und das haben sie dann auch dahinter da und haben dann gedacht, ja, vielleicht in späteren Zeiten, wenn dann irgendjemand kommt, dann findet er da Knochen da hinten. Und das ist dann spannend. Also quasi die Leute verkaufen, sagen vielleicht Drachenknochen oder irgendwelche Knochen oder ein Gebiss von früheren Leuten, die da mal gehäuset haben. Ja, wobei früher hat man ja kein Gebiss gehabt. Sagejäger ist ein Podcast von Eli Media. Ihr habt gehört, das Hagherer Loch, eine Sage aus Baumen im Zürich Oberland, aus der Staffel 3. Produktionsleiter, Konzeption und Schnitt Andreas Wulschläger. Mitarbeit und Recherche Simon Bergins. Ansprechpersonen für Erzählforschung Sebastian Dümmling und für den Ort Walter Ledemann. Die Musik kommt von Milo Stegmann. Wenn ihr Anregungen habt, schickt uns ein Mail an sali@sagenjäger.ch oder schreibt uns auf Instagram oder TikTok. Mehr Infos auch in den Shownotes. Die Folge wurde unterstützt von der Gemeinde Baumen und der Stiftung Pro Sternenberg.
Danke vielmals.